Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im nächsten Kapitel. Das müsste das fünfte Kapitel sein auf dem Ramses Kitchen Account. Grüße gehen raus natürlich an der da ist, ne? Den Marco Sharp, der das ermöglicht hat, weil der unbedingt bei PayPal 8,99 gespendet hat, damit ich unbedingt die Spezialforschung mitmachen muss und soll. Obwohl der Account ja dann eh verlost wird, wollte ich das eigentlich nicht machen, weil ich habe ja nichts davon, aber er möchte, dass ich das spiele, dass ihr auch was zu sehen habt, dass er was zu sehen hat. Oh nein, das ist doch jetzt Humbug, oder? Spiele mit deinem Kumpel. Na, Ditschen, hast du Bock? Egal. Lande drei großartige Würfe hintereinander, fange 25 Pokémon vom Typ Elektro. Spiele mit deinem Kumpel. Wir können mal gucken, sonst machen wir das bei dem Raid. Wir probieren das mal hier bei dem. Eins, nix. Gut, dann können wir das eigentlich lassen. Großartig. Der erste ist auf jeden Fall schon da. Vielleicht sollte ich euch wieder abstellen. Das ist auch ein gutes Zeichen, wenn der rauskommt. Jetzt hat er abgewehrt und Serie gerissen. Wir machen es nochmal. Eins von drei haben wir auf jeden Fall. Großartige Würfe. Gleich schimmelt mir wieder die Hand ab, wenn ich die ganze Zeit die Kamera so hochhalten muss. Nein, jetzt ist es drin geblieben. Ich glaube, wir warten auf einen Raid-Boss und machen das da. Dann ist das nämlich richtig heftig. Wenn nicht sogar es zwischendurch einfach bei den Elektro-Pokémon schon fertig ist. Wir spielen jetzt aber mal mit dem Kumpel, dass wir das noch mit reinnehmen. Dafür stelle ich euch mal wieder hier auf den Mülleimer, den kennt ihr ja vielleicht noch. Hier, jetzt seht ihr den auch mal. Das ist der Mülleimer, das ist die Kamera, da ist der Spiegelbruder, da ist der Ramses. Wir, was machen wir denn? Wir können ihn ja auch mal füttern, oder? Friss. Willst du auch eine Himbeere? Was ist denn das? Nö. Das Einzige, was du drückst, ist... Ihr wisst Bescheid. Nein, alles wird gut. Denkt nicht immer so über Hildburghäuser, ne? Die sind auch nur Tiere. So, jetzt ruppeln wir mal an dem Kaumalat rum. Das müsste als Spielen gelten. Da, guck, zack. Spiele mit deinem Kummel, da kommen Herzen rein, da freut sich's auf jeden Fall. Junge, ohne Pullover, nur mit Shirt. Das muss doch krass sein, krass unterwegs. Die Hildburghäuser wieder mal. Wir haben das fertig, müssen aber noch 25 Elektro-Pokémon fangen. Da brauche ich wahrscheinlich morgen den ganzen Tag noch. Jetzt habe ich da auch keinen Bock mehr. Den Rest können wir vielleicht bei einem Raid machen. Wenn nicht, ist das vielleicht zwischendurch schon fertig. Oder ich schneide das rein. Wir ziehen weiter. 25 Elektro noch zum Schluss. Muss ich mal gucken. So viel habe ich jetzt gar nicht gesehen. Minon und Plusle sind mir aufgefallen. Oder ab und zu mal ein Magnetilo. Fritzel, Blitz vielleicht, aber... Wasser war, glaube ich, bisher das Beste, das ging am schnellsten. Wir melden uns wieder, wenn wir die Elektro-Pokémon suchen. So, da sind wir angekommen beim letzten Elektro-Pokémon. Ist ein Plusle. Da können wir theoretisch jetzt auch die drei großartigen Würfe hintereinander machen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach ohne was werfen, in der Hoffnung? Ach, bei dem ist es eh schlecht. Das müssten wir eigentlich jetzt einfach nur eintüten und die drei großartigen Würfe bei einem anderen machen. Weil das eh einen richtig komischen Kreis hat. Wir haben es erstmal hier fangen. Los, es zählt dazu natürlich 25 von 25. Das sieht gut aus. Wir sind jetzt hier bei 2 von 3 sogar. Das ist ja herrlich. Ich habe gestern jedes Mal, wenn ich irgendeins gefunden habe, habe ich dann extra daneben geschossen. Weil ich dachte, ich muss das ja filmen, also kann ich das ja nicht aufrechterhalten, die Glückssträhne. Wir machen es jetzt mal hier fertig. Zack. So einfach geht das, ne? Und das ist das letzte Traumado. Wunderbar. Hätte auch shiny sein können. Ich habe auch irgendwo noch eine Aufgabe, dass ich ein Traumado entwickeln muss. Deswegen passt das ganz gut, dass das hier rumsitzt. Wir holen uns gleich mal die Belohnungen ab und eigentlich habe ich auch gedacht, wir können heute noch einen Raid machen, das wäre super gewesen, dann hätte ich einfach dreimal großartig gemacht. Aber ihr seht, momentan ist auch kein Fünfer am Start. Vorhin war mal einer da, habe ich gefragt, hat natürlich keiner geantwortet. Ist auch komisches Wetter heute, es ist einfach übelst kalt irgendwie, also geht nicht raus, bleibt drin, wenn es nicht sein muss. Ich werde die Belohnungen noch abholen,
1000 Staub, 3 Bonbons, hier nochmal eine Pokémon-Belohnung dabei, ein kleines süßes Kabuto. Gut, wir haben ja keine anderen Bälle, wir müssen sowieso den nehmen. Zack, daneben geschossen. Der Bier-Benny hat zwar gefragt wegen Wildgehege, ob das jemand macht, aber ich habe gerade noch ein Video für einen Adi zusammengeschnitten und habe das natürlich nicht gesehen. Aber irgendwie ist der Bier-Benny der einzigste Aktive gerade noch in der Raid-Gruppe. Der kommt dann immer an, ich komme dann immer an und dann machen wir das. Das geht auf keine Kuhhaut. Jetzt beenden wir aber das Kapitel mit 3 Sofort-TM, ein Gletschermodul und noch eine Pokémon-Belohnung. Das ist diesmal ein Genesekt. Da ist es doch schon. Und ich habe mich über einen Schilling lustig gemacht, dass sein so schlecht war. 14,10, das Beste, was ich gesehen habe, das hat 13,92. Also das ist auch richtig mies. Was machen wir mit dem? Aufheben, erstmal gelbe Beeren sammeln. Wenn wir das einmal haben, können wir es eigentlich... Ach komm, wir machen es anders. Ich habe hier noch die silbernen. Ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll. Ich klatsche euch einfach nochmal dahin und versuche das einfach auch noch einzutüten. Das Genesekt natürlich nur... Oh mein Gott. Es hat halt einfach einen knüppelroten Kreis. Wir machen es mal mit Fangtrick. Wir tun einfach so, als wäre es ein Raid-Boss. 13,92. Das hat gar nicht angegriffen, das hüpft nur blöd rum. Ja. Ja. Jetzt und zack. Einfach fabelhaft. Wunderbar. Wenn mir natürlich die Bären ausgehen, dann würde ich wahrscheinlich fliehen. Und würde gucken, dass ich erst ein paar gelbe Bären sammle, damit ich eben die doppelten Bonbons von dem Teil mitnehme. Es kann ja eh nicht fliehen, ihr habt ja da unendlich Zeit. Könnt ihr in Ruhe mitnehmen. Der Ditschen stirbt gleich. Ich glaube, der erfriert hier einfach nur. Vielleicht wäre es auch besser, ich hätte gelbe oder blaue Bälle zum Werfen. Würde ich auch nicht die ganzen silbernen Beeren verschwenden. 2 haben wir aber noch. Die werden wir auf jeden Fall noch probieren. Zack, 3-mal. Einfach fabelhaft ineinander. So kann man es natürlich machen. Ist wieder rausgekommen. Eine Beere haben wir noch. Zack, letztes Mal. Einfach fabelhaft. Wenn er jetzt wieder rausgeht, müssen wir abbrechen. 1. Und er ist raus. Sprich, wir fliehen jetzt mal. Hä? Bruder, wo ist mein Genesekt? Da oben ist es gut. Unten sieht man aber schon die nächste Aufgabe. Das ist jetzt aber egal. Wir müssen erst das Genesekt fangen und dann geht's mit dem letzten Kapitel weiter. So, ich habe jetzt ein paar Bälle gesammelt, aber nicht nur das, ich habe auch ein paar Beeren gesammelt. Ich müsste jetzt, egal, das sehen wir ja gleich, ich gehe einfach mal hier drauf, denn bevor ich weitermachen will, muss ich unbedingt das Genesekt fangen. Also muss ich eigentlich nicht, ich mache es, ich habe jetzt 10 Versuche, weil ich jetzt 10 gelbe Beeren habe. Wir können ja mal 5 blaue und 5 gelbe nehmen und gucken, ob es dann drin ist. Aber wir fangen mit den gelben an. Wir wollen nämlich auf Nummer sicher gehen. Wir stellen auch schön den Kreis ein und gucken mal, wie viele Versuche wir jetzt brauchen. Warten natürlich wieder, bis er angreift. Und nicht einfach fabelhaft, schon verkackt. Zum Glück habe ich es nicht angekündigt. Ich wollte jetzt sagen, wir machen mal Best of 10, wie oft einfach fabelhaft getroffen wird. Aber wir haben es ja schon beim ersten verkackt, also egal. Ich sollte noch mal den Kreis bearbeiten. Ich weiß nicht, ob der so ausreicht. Lassen einfach mal so, wir sehen es ja. Vielleicht ist es auch nur großartig. Es hüpft auf jeden Fall rum, es sieht auf jeden Fall auch komisch aus. Und irgendwie habe ich mir das Ganze auch irgendwo größer vorgestellt. Es ist irgendwie ziemlich mickrig. Gerade wenn ihr das gefangen habt und habt das dann im Pokebeutel. Die meisten sind ja so richtig wuchtig und sind einfach höher als der Bogen und verdecken die ganze WP-Anzahl. Aber das ist irgendwie so klein geschrumpelt. Finde ich ziemlich merkwürdig. Ich habe da gedacht, das ist ein richtig fetter, großer Brocken. So wie der Ramses. Aber nein, leider nicht. Guck mal, wie klein das ist, Mann. Das ist so groß wie, sogar ein Sichler ist größer, oder? Wir können ja mal drauf drücken. Wir bewerten es auch mal, aber so gut scheint es ja eh nicht zu sein. 12.11.11, 26.03. Heute ist auch der letzte Tag von der Genesekt-Spezialforschung. Wie gesagt, ich habe das ja nur durch die Spende gemacht. Danke also nochmal an der da ist, für die Spende. Deswegen musste ich die Forschung machen, habe jetzt auch ein Genesekt geholt auf dem Ramses Kitchen Account, der jetzt schon Level 37 ist. Da freut sich auf jeden Fall derjenige, der den dann bekommt. Gleich ist 18 Uhr.
Gleich geht auch der Wunderbonus los, wo ihr doppelte Erfahrungspunkte bekommt fürs Entwickeln. Da freue ich mich. Eine Stunde lang nur entwickeln. Egal, alles was da ist. Mit einem natürlich Vierfachbonus. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns wieder im fünften Kapitel, ne? Wenn es wieder heißt. Ach egal, ich gucke mir das dann später an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.